Mehr als 35 Spiele hatten beide Finalisten, also die Kicker des FC Concordia Buchenwald-Sieversdorf 03 sowie die der SG Grün-Weiß Riffelde in dieser Saison absolviert. Davon jeweils mindestens 5 auf dem Weg ins Finale des Kreispokals Ostbrandenburgs. Wir hatten jetzt in den letzten Pokalrunden immer wieder Gegner aus der Landesklasse. Wir haben gezeigt, dass wir es können, dass wir gegenhalten können, dass wir sie beschlagen. Und von daher, klar, heute ist ein offener Fight, ein heißer Fight. Das Selbstbewusstsein der in Rot-Schwarz spielenden Bukua stimmte. Immerhin hatte der Kreisoberligist eben nur das letzte Heimspiel der abgelaufenen Saison verloren. Ansonsten dominierte die Schulz-Elf fast ausschließlich Ball und Gegner. Schon Anfang Juni sicherten sie sich nach einer 7:2 Gala-Vorstellung in Steinhövel die Meisterschaft und den Landesklassenaufstieg. Die Bukua verwöhnten ihre Fans mit unglaublichen 109 Ligatoren an gerade einmal 30 Spieltagen, berauschten mit Kantersiegen wie beispielsweise dem 6:0 beim SV Blau-Weiß Groß-Lindow 1909 oder dem 11:0 gegen den FC Union Frankfurt. Außerdem hatten sie im Halbfinale des Kreispokals die Kicker der SG 47 Bruchmühle, ebenfalls ein Landesklassevertreter, vorzeitig aus dem Pokal geworfen. Ja, die muss man ernst nehmen. Schon von dem Kader her ist es ja kein Thema. Das weiß ja nun jeder, dass es eine halbe Oberliga-Truppe ist. Und da ist schon Potenzial vorhanden. Und wir nehmen jeden Gegner ernst, weil das hat jeder verdient. Die in Weiß-Grün aufspielenden Riffelder wollten nach dem 4. Platz in der Landesklasse Ost ihre Saison unbedingt mit dem Pokalsieg krönen. Und da auch die Riffelder auf ihrem Weg ins Finale nicht weniger als 30 Tore erzielt hatten, hofften auch viele der gut 600 fußballbegeisterten Fans in der Seeloer Sparkasse Arena auf ein spannendes und vor allem torreiches Endspiel. Und erste Strafraumszenen wie nach dieser Riffelder Ecke in der 3. Spielminute ließen auf Tore hoffen. Keine 5 Minuten später erlaubten sich auf der Gegenseite nach einem Freistoß von Bukos Sirko Neumann Höhe der Mittellinie Riffeldes Keeper Michael Petzold im Gedränge eine kleine Unsicherheit. Doch Schiedsrichter Weingarten unterband den Angriff. Doch das Tempo der Angriffsoffensive verpuffte schneller als gedacht. Die ersehnte Torflug sollte den Fans verwehrt bleiben. Die Taktikfüchse beider Vereine hatten ihre Hausaufgaben gemacht. Strafraumszenen oder Torabschlüsse wie dieser Kopfball von Riffeldes Mamuti oder der durch Bukos 5-Meter-Raum trudelnde Querschläger nach Frontseks Freistoß in der 25. Spielminute hatten Seltenheitswert. Und auch die neu formierte Bukower Offensive um Opitz, Lindner, Schulz und Fehrmann vermochte es nicht, das Riffelder Abwehrbollwerk einzureißen. Hinzu kam, dass Bukos gefährlichster Angriff des ersten Spielabschnittes, eingeleitet von einer Riffelder Ecke, in der 35. Spielminute just in dem Moment abgepfiffen wurde, als Fehrmann Tobias Lindner perfekt bedient hatte und der Bukower Flügelflitzer in aussichtsreicher Position war. Schiri Weingarten hatte scheinbar seine Entscheidung, den Luftzweikampf zwischen Lindner und Fechner als fairen Zweikampf zu bewerten, Sekunden später nach der maßgeschneiderten Flanke Neumanns auf Fehrmann revidiert und so dem Bukower Konter unterbunden, um dann wiederum Buko den Freistoß zuzusprechen. Diskussionsbedarf vorprogrammiert. Zwar hätte dieser feine Fallrückzieher des Riffelder Kapitäns Frontzek genauso Torjubel verdient gehabt, wie der herrlich über Bukos Außenverteidiger Iljowski eingeleitete Angriff mit Zuckerpass für Lindner, doch bis zur 44. Spielminute stand die Null. Denn in der 44. Spielminute sollte sich Matthias Reichels Flanke als folgenschwerer Bumerang entpuppen. Das 1-0, ja, da kommt von der rechten Seite ein Schuss, den der Torwart eigentlich halten kann, nicht sicher nimmt. Und wir sind im Nachsetzen und machen das Ding drin. Verdient auch da, weil wir hatten zu dem Zeitpunkt die besseren Möglichkeiten, obwohl Buko mehr gespielt hat. Mamuti mit der platzierten Direktabnahme auf 17 Metern und Riffeldes Steffen Fechner mit dem ungebremsten Willen eines Finaltorschützen zum 0:1 in der 44. Spielminute. Aus meiner Sicht war es ein relativ strammer Schuss, aber ich denke, es war ein Torwartfehler. Mein Keeper hat ihn blöd nach vorne abprallen lassen und er
rappelt sich dann auch auf und der Spieler von Gefelde rennt halt auf den Tordorf zu und trifft den Ball halt und beide rasseln so aneinander. Und ja, war vielleicht ein minimaler Torwartfehler, aber ja, Gefelde war halt auch der Spieler war auch derjenige, der als erstes nachgesetzt hat. Da muss ich den anderen Leuten natürlich auch sagen, von uns, da waren wir zu lethargisch gewesen, dass wir nicht richtig am Ball dran waren. Und so fiel die Schnellanalyse des ersten Spielabschnitts beider Coaches eher kritisch bzw. sehr verhalten aus. Ja, wir haben es natürlich auch nicht geschafft, irgendwie mit Kopfbälle irgendwas zu reißen, weil halt auch Gefelde in der eigenen Abwehr uns Größen überlegen war. Ne? Wir haben halt vorne halt nicht mit Pavel Wojtalak oder mit Jakob Zwerschke die Leute drin gehabt, wo wir hätten mit Flanken oder mit hohen Bällen operieren können. Deswegen, ja, da waren sie uns halt von der Größe halt ein bisschen überlegen. Wir haben es ja auch einige Male versucht, spielerisch zu lösen. Wir hatten aber nicht das Glück gehabt, das Tor halt irgendwie zu machen. Wir haben eine gute Bank, haben wir noch, und das kann nicht sein, dass das entscheidende wird zum Ende des Spiels hin. Vielleicht ahnte Gefeldes Co-Trainer schon zu diesem Zeitpunkt, dass dieses Finale nicht nach 90 Minuten beendet sein würde und damit rein in die zweite Halbzeit. Bukos Bank hatte in der Offensive gewechselt, ansonsten ein vorerst unverändertes Bild, ähnlich dem ersten Spielabschnitt. Der Kreis Oberligist mit leichten Spielvorteilen, aber noch nicht zwingend genug, bis Tobias Lindner die Kugel plötzlich Stefan Iljowski auflegte. Latte, Pfosten, Tor, das 1:1 in der 62. Spielminute. Stefan Iljowski, bekannt als Mr. Hammer und Freistoßspezialist. Und wenn der Bukoa die Kugel richtig trifft, dann ist es um jeden Keeper schlecht bestellt. Ja, das wussten wir, dass es so kommen wird. Und mit dem Sonntagsschuss, den sie haben, haben sie eben auch Glück gehabt. Ansonsten hätten sie auch kein Tor geschossen. Dann wäre jetzt 1:0 ausgegangen nach der normalen Spielzeit. Aber auch in der Folge und aufgrund dieser zentralen Freistoßposition kurz vor der Gefelder Strafraumgrenze der Kreisoberligist dem Führungstreffer näher. Erneut Stefan Iljowski, doch Gefeldes Keeper behielt die Nerven. Petzold lag Tauchgang sofort wieder auf den Beinen und mit seinem rechten Fuß zur Ecke. Der ersten von drei aufeinanderfolgenden, die zweite schauen wir uns an. Getreten von Lindner und Bukus Moritz Müller mit der Direktabnahme, aber Keeper Michael Petzold blieb standhaft, hielt seine Jungs im Spiel. Und als wiederum keine 5 Minuten später Bukos Mittelfeld-Arounder Sirke Neumann diesen Geniestreich durchs Gefelder Hinterland schickte, hätte Tobias Opitz den Finalsieg genauso eintüten müssen wie kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit der eingewechselte Jonas Ehm, der Petzolds verheerenden Ausflug im Strafraum nicht vergolden konnte. Denn auch in den darauffolgenden 30 Minuten Nachspielzeit hatten die Bukoa die Vorentscheidung auf dem Fuß bzw. auf dem Kopf und das 2:1 erzwingen müssen. Doch das Glück war dem Underdog nicht mehr hold und so musste der Sieger des Kreispokalfinales 2018 im Elfmeterschießen gekürt werden. Wir haben kein Elfmeterschießen gemacht. Einfach aus dem Grund, weil ich mir so sicher war, dass wir es einfach in 90 Minuten hinbekommen oder in 120 Minuten. Und wir haben es ja auch gesehen, wir sind ja spielerisch die Besseren gewesen. Und ich bin einfach nicht von diesem blöden Elfmeterschießen ausgegangen. Aber trotzdem bin ich der Meinung, selbst wenn man es trainiert, im Training kann jeder Elfmeterschießen. Kann jeder. Ja. Wenn man hier vor den Zuschauern steht, nach so einem Spiel und dann Elfmeterschießen muss, das ist für jeden Spieler, der antritt, ist die Hölle. Und so avancierte Michael Petzold spätestens nach den gehaltenen Elfmetern gegen Tobias Opitz und Matthias Reichelt zum Finalhelden. Im Endeffekt kann man sagen, Elfmeterschießen ist immer Glück. Dass es zum Elfmeterschießen gekommen ist noch, das ist eben, weil beide Mannschaften etwa gleich stark waren. Die haben mehr gemacht, wir haben besser gestanden und im Endeffekt haben wir einen besseren Torwart gehabt. Und Gefelde kann sich eigentlich nur bei ihrem Keeper bedanken, der dann auch beim Elfmeterschießen gezeigt hat, was er drauf hat. Und ja, das war es eigentlich schon. Gefelde kann sich den Keeper eigentlich nur einrahmen. Und da die Gefelder Polei, Kunkel und Schudra sich keine Blöße vom Punkt gaben, durften Helmut Fritz und seine grün-weißen Gefelder den Kreispokal entgegennehmen und verdient ihren Finalsieg in der Seeloer Sparkassen-Arena feiern und sich ausgiebig in Gefelder Pokalextase üben. Herzlichen Glückwunsch!